Ja, ich bin eben mit der Bahn gekommen. Aber ich war gerade in die Bahn eingestiegen, kommt der Kontrolleur. Sagte zu mir, Sie haben ja nur einen Kinderfahrschein. Ich sage, da können Sie mal sehen, wie lange ich auf die Bahn gewartet habe. Aber ich möchte Ihnen zunächst mal einen Tipp geben, nicht, dass Ihnen so geht wie mir vorletzte Woche. Vorletzten Samstag habe ich gesoffen. Am Sonntag war es mir so schlecht, da habe ich gedacht, ich müsste sterben. Am Montag habe ich wieder gesoffen. Am Dienstag habe ich bereut, dass ich am Sonntag nicht gestorben bin. Vorige Tage sah ich für meine Frau, sollen wir gleich mal schön Liebe machen? Ach, Sätze, lass mal doch was machen, was du auch kannst. Ich sag, weißt du überhaupt noch, wann wir uns das letzte Mal geliebt haben? Sätze, wann war das denn? Ich sag, das war zu der Zeit, als der Niki Lauda noch zwei Ohren hatte. Ja, Sätze, du könntest ja auch mal was freundlicher sein. Früher hast du mir wenigstens schon mal das Kinn gestreichelt. Ja, ich sag, da hattest du ja nur eins. Als ich dann gehen wollte, Sätze, solltest du unseren neuen Nachbarn treffen, mach bloß keine blöde Bemerkung. Ich sag, was meinst du denn? Ja, Sätze, du weißt doch, dass der nur ein Ohr hat. Sprech den da bloß nicht drauf an. Nee, ich sag, das mach ich nicht. Ich war gerade bei uns zur Tür raus, kommt dem Entier. Wie der sich mir denn vorgestellt hat, sag ich zu dem, tragen Sie Kontaktlinsen? Sagte, woher wissen Sie das? Ja, ich sag, eine Brille kann man ja nicht befestigen. Seht ihr zu mir, ich habe gehört, Sie haben so einen netten Freundeskreis, könnte ich mich da anschließen? Ja, ich sage, wir gehen jeden Freitag saufen. Seht ihr, ich trinke keinen Alkohol. Ich sage, am Samstag sehen wir alle in Freuden aus. Seht ihr, das kommt für mich nicht in Frage. Ich sage, wieso, sind Sie schwul? Nee, seht ihr, ich bin nicht schwul. Ja, ich sage, da wird Ihnen der Sonntag auch nicht gefallen. Aber ich musste dann gehen, damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Wie ich dann in die Firma reinkomme, war mein Kollege auch schon da. Ich sage, was strahlst du so? Ja, sagte, du weißt doch, dass ich das zweite Mal verheiratet bin und jetzt mit meiner zweiten Frau bin ich so richtig glücklich. Ja, ich sage, warum hast du die ja nicht zuerst geheiratet? Sagte, da habe ich die doch noch ja nicht gekannt. Ich sage, komisch, bei uns im Kegelclub haben sie die alle gekannt. Mischt sich eine andere Kollege ein, sagt, ich habe jetzt auch eine Frau kennengelernt, die heißt Sänger, aber die kann überhaupt nicht singen. Ich sage, ich habe auch mal eine kennengelernt, die hieß Vogel. Die kann auch nicht singen. Auf einmal jede Tür aufkommt, ein Kollege rein, ist der ganz laut am Lachen. Ich sage, warum lachst du so? Sagte, stell dir mal vor, unser Chef ist eben die Treppe runtergefallen. Wie er mir das gesagt hat, habe ich geweint. Da habe ich ganz schlimm geweint. Sagte, warum weinst du so? Ich sage, weil ich nicht gesehen habe. Ja, nach Feierabend bin ich dann noch ein bisschen durch die Stadt gegangen. Sehe ich da auf einmal so eine ganz attraktive Frau, habe ich die einfach mal angesprochen. Ich sage, möchten Sie mal mit mir schlafen? Sagt sie, ich bin doch keine Prostituierte. Ja, ich sage, ich will ja auch nichts bezahlen.
Da ist die einfach weiter hier. Ich bin dann von da aus auf kürzestem Wege direkt in meine Stammkneipe. Treffe ich vor der Kneipe die Frau von einem guten Bekannten. Setze, schön, dass ich dich mal treffe. Ich wollte dich mal bei dem Vertrauen fragen. Was sagst du dazu? Immer wenn ich Alkohol trinke, werde ich so mannstoll. Ja, ich sag, da müssen wir uns mal in Ruhe bei einem Cognac drüber unterhalten. Ich sag, wie alt bist du eigentlich? Setz, ich habe vor 40 Jahren das Licht der Welt erblickt. Ich sag, da musst du aber vorher lang blind gewesen sein. Wie ich dann in die Kneipe reinkomme, sag ich für den Wirt, wie war der Urlaub? Seht ihr, wir waren in Rom, da wollten wir das Kolosseum besichtigen, aber da stand nur der Rohbau. Ich sag, das ist dasselbe wie am Brandenburger Tor, da sind auch noch keine Türen drin. Ich sag, hör mal, wer hat denn eigentlich sein Auto hier direkt so vor die Tür gestellt? Seht, das sind die zwei, die da hinten in der Ecke sitzen. Seht, was haben die eigentlich für ein Kennzeichen? Ich sag, das ist WI. Ach, seht ihr, dann kommen die bestimmt aus Wilhelmshaven. Ich sag, WI ist doch Wiesbaden. Seht ihr, die Wiesbadener müssten eigentlich OF haben. Ich sag, was heißt denn OF? Seht ihr, ohne Verstand. Ich sag, Verstand wird doch mit V geschrieben. Seht ihr, da kannst du mal sehen, was die blöd sind. Auf einmal stellt sich einer an der Theke, seht ihr, auf der Toilette ist überhaupt kein Klopapier, da hängen nur Luftschlangen. Oh, ich sag, da muss er aber eine ruhige Hand haben. In dem Moment fängt einer an zu singen, mein vierter Frühling fängt an. Ich sag, was ist denn jetzt passiert? Seht, ich habe eine Frau kennengelernt, die ist 5 Jahre jünger als ich. Ich sag, wie alt bist du denn? Seht, 89. Ich sag, was sagen denn deine Eltern dazu? Seht, die wissen das ja nicht. Ich sag, warum nicht? Nee, seht, der Einzige, der weiß, ist mein Opa. In dem Moment brüllt einer eine Runde für alle. Ich sag, was ist passiert? Seht ihr, unsere Tochter hat sich jetzt selbstständig gemacht. Die arbeitet jetzt als Prostituierte im Außendienst. Ich sag, was macht die denn da? Seht ihr, das weiß ich nicht, aber die hat so viel zu tun, manchmal muss meine Frau so ja aushelfen. Seht ihr, und ich selbst bin jetzt auch beruflich wieder versetzt worden. Ja, er sagt, hast du ja eine Schule nie erlebt. Steht einer neben mir, seht ihr, ist gut, dass ich da nichts mehr zu tun habe. Ich sage, wo arbeitest du denn? Seht ihr, nirgendwo. Ich sage, was tust du denn? Seht ihr, nichts. Ja, ich sage, lohnt sich das denn? Ja, seht ihr, sonst täte ich das nicht. Ich sag, wem gehörst du eigentlich? Seht, ich bin nicht verheiratet. Ich sag, warum nicht? Nee, seht, ich lebe dort zu Hause mit zwei Schwestern zusammen und die tun mich richtig gut versorgen. Ja, ich sag, aber Schwestern können doch keine Ehefrau ersetzen. Seht, wieso? Sind doch nicht meine Schwestern. Ja, wie ich denn später aus der Kneipe rauskomme, kommt da einer mit dem Fahrrad, hat er mich umgefahren. Ich sag, bist du blind? Seht ihr, wieso? Ich hab dich doch getroffen. Ich bin dann noch schnell gegenüber in so ein Fotografiergeschäft. Sag ich für den Verkäufer, ich hätte ja ein paar Passbilder. Seht ihr, wollen Sie die direkt mitnehmen? Ich sag, wieso? Haben Sie von mir welche vorrätig?
In dem Moment tippt mir einer auf die Schulter, war das der Typ, der über uns wohnt. Sagt, ich will von meiner Frau mal ein paar schöne Aktfotos machen, dafür kaufe ich mir jetzt einen Fotoapparat. Ich sage, brauchst du nicht, die Bilder kannst du von mir haben. Als ich dann endlich wieder zu Hause war, bin ich direkt in mein Zimmer gegangen. Ich habe jetzt bei uns zu Hause ein Zimmer für mich ganz allein. Vor Gitarre sah ich für meine Frau, aber immer wenn ich mich abends ausziehe, können die Leute von jenen über genau bei mir in das Zimmer gucken. Du musst mir mal einen Vorhang vor das Fenster machen. Sagst du, wenn die dich einmal gesehen haben, brauchst du keinen Vorhang mehr dran zu machen. Ich sag, warum nicht? Sagst du, machen die sich selbst einen dran. Kommt meine Frau rein, sagt sie, hast du auch die 10 Brötchen mitgebracht? Ich sage, es sind so ja 11 Stück in der Tüte. Sagt sie, warum das denn? Ich sage, die Verkäuferin hat zu mir gesagt, ich tue ihnen eins mehr rein, weil sie nicht so schön sind. Guckt meine Frau mich an. Ja, ich sage, wenn du jung wärst, würde uns jetzt eine halbe Bäckerei gehören. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freud und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch eine Knallkopf von ganzem Herzen. Dankeschön, tschüss zusammen.